Das war einfach viel zu wenig für die Erwartungen und Ansprüche beim BVB. Das 1:2 im Achtelfinal-Hinspiel gegen Salzburg, eine Enttäuschung. Der BVB spielerisch zu schwach. Es droht das Aus in der Europa League. Das war sehr dürftig heute. Und da kann man ganz einfach eine gut organisierte Mannschaft, eine giftige Mannschaft, für die das halt vielleicht die Aufgabe des Jahres ist. Ja, wir freuen uns natürlich, dass wir hier gewinnen konnten. Ich finde in der Summe auch ein verdienter Sieg. Obwohl es natürlich für uns das erwartet schwere Spiel war. Ich glaube vor allen Dingen Dortmund natürlich am Anfang auch eine sehr gute Phase hatte. Das war zu wenig. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir nicht in die Zweikämpfe gegangen sind, dass man das nicht annehmen wollte, aber die Art und Weise, das Spiel fertig zu spielen, das war heute gegen so eine Mannschaft nicht gut genug. Tut mir leid, aber wir haben ja jetzt nichts geschafft. Also wir fahren mit einem guten Ergebnis nach Hause. Das darf uns Selbstvertrauen geben fürs Rückspiel, aber es ist Halbzeit. Und ich erwarte eine ganz starke Dortmunder Mannschaft bei uns. Und warum sollten wir da jetzt durchdrehen und feiern? Also das Ziel ist ja, die nächste Runde zu erreichen und nicht einmal im Leben in Dortmund zu gewinnen. Also. Es gibt Gott sei Dank ein zweites Spiel, ein Meisterschaftsspiel, das du verlierst, das kannst du nicht mehr reparieren. Hier haben wir zwar jetzt eine richtig schwere Aufgabe, aber logischerweise ausgeschieden sind wir noch lange nicht, das ist schon klar. Aber du musst halt anders präsentieren. Ich glaube nicht, dass irgendjemand überrascht war, dass die Salzburger gefährlich werden könnten. Also das würde ich jetzt verneinen. Ich habe nur das Gefühl gehabt, dass irgendwer überheblich oder sonst irgendwie in das Spiel reingegangen ist. Und wir wissen trotzdem, dass wir die Qualität haben, in Salzburg gewinnen zu können. Dann wird eine andere Vorstellung notwendig sein. Der Signal Iduna Park, in den vergangenen Jahren noch die unbezwingbare Festung. Gegen Salzburg gab es schon die 6. Saisonpleite vor heimischer Kulisse. Im Rückspiel braucht der BVB nun einen Sieg mit 2 Toren Unterschied.